Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute ein paar Drogerieprodukte für euch, die meiner Meinung nach völlig unterschätzt sind oder komplett in Vergessenheit geraten sind. Sei es bei mir, sei es bei anderen Kollegen oder der Eindruck, dass die Produkte irgendwie gar nicht wirklich gehypt wurden, was ich glaube, was denen ein bisschen Unrecht tut. Und ich möchte heute mit euch einen Look schminken mit Produkten, die ich ewig nicht mehr benutzt habe, aber eigentlich sehr, sehr gerne mag. Und wenn ihr wissen wollt, welche das sind, bleibt gleich dran, es geht nämlich auch gleich los. Ich habe eine Handvoll Produkten hier, die ziemlich spannend sind. Und ich habe eine kleine Verschwörungstheorie passend zur Conspiracy-Palette und einem Drogerie-Dupe dazu, wo mindestens 60% derselben Farben drin sind. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, bleibt bis zum Ende dran, denn da machen wir die Augen. Und ich möchte auch ehrlich gesagt gar keine Zeit verlieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das ist für mich das Wichtigste, was mir hier auf YouTube passieren kann. Und falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt, Freunde, fangen wir an mit Primer. Und ich habe im Moment ein bisschen trockene Haut, aber hier gibt es einen Primer von Catrice. Das ist der Prime and Fine Aqua Fresh Fresh It Up Primer mit Bambuswasser. Ein super, super gutes Produkt. Es ist, glaube ich, schon die zweite oder dritte Flasche, die ich auch benutzt habe. Aber ich habe jetzt auch lange kein Primer mehr benutzt. Und meine Haut sieht ein bisschen trocken aus gerade. Ich habe nämlich in den letzten Tagen viele Peelings gemacht, viele Fruchtsäurebehandlungen. Einfach, dass ich meine Oberfläche so ein bisschen von toter Haut befreien kann. Und der zieht super, super schnell ein. Ich gehe gleich mit noch einer weiteren Schicht drüber. Einfach, um wirklich den perfekten Feuchtigkeitsstart zu haben. Der Primer kostet, ich glaube, keine 5 €, 4,95 € oder so. Er zieht super schnell ein, er macht keine Würstchen und er erfrischt tatsächlich. Ich habe ihn im Sommer gerne getragen, weil er wirklich sehr erfrischend ist. Da gebe ich euch den Tipp, legt ihn euch am besten in den Kühlschrank. Jetzt im Winter brauchen wir das nicht, mir ist furchtbar, furchtbar kalt. Und ehrlich gesagt, sehe ich auch noch ein bisschen verschlafen aus, oder? Was ist los? Okay, was ist los? Es ist 7:19 Uhr. Ich habe richtig, richtig viel zu tun heute. Deswegen dachte ich mir, fangen wir gleich rechtzeitig an mit dem Video. Und wir machen auch gleich weiter mit der Foundation. Und die Foundation habe ich von euch mitbekommen. Und es ist die Essence Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow Foundation mit Vitaminkomplex und Cranberry-Wasser. Eine super, super gute Foundation. Richtig, richtig günstig. Soll 12 Stunden halten. Ja, 12 Stunden kann schon sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Farbe gerade passt. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Ich gehe einfach mit meinem Beauty Blender mit rein. Die ist etwas pastiger von der Textur her, aber sie legt sich wirklich sehr, 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 sehr schön ins Gesicht und verbindet sich auch super gut mit eurer Haut. Und sie ist feuchtigkeitsspendend. Also gerade im Moment, wenn die Heizungen jetzt das erste Mal angehen und sich die Haut noch so ein bisschen umstellen muss, mag ich diese Foundation gerne. Farbe sieht eigentlich ganz gut aus. Man braucht ein bisschen länger, um die Foundation einzuarbeiten. Also das gebe ich zu. Es dauert ein bisschen länger, aber ich nehme mir gerne die Zeit für eine Foundation, sie einzuarbeiten. Das wisst ihr, ich mache das eigentlich immer. Ob ich eine Minute länger oder weniger einblende, finde ich persönlich nicht schlimm. Sie riecht auch ganz, ganz leicht, nicht so stark parfümiert, sehr, sehr angenehm. Ich mag die total gerne, auch so für die Tage, wo ich nicht ganz so super, super schwere Foundation tragen möchte. Sind aber eine sehr, sehr gute Deckkraft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was sind eure Favoritenprodukte, über die irgendwie keiner spricht, lasst mich das gerne mal wissen. Dann besorge ich die Produkte mal und mache ein Video daraus. Denn ich finde es so schade, wenn Produkte einfach in Vergessenheit geraten. Ich meine, da sitzen Leute Ewigkeiten dran und arbeiten dran. Und ich möchte denen irgendwie auch die Chance geben, benutzt zu werden. Und ich meine, ich habe die Produkte ja auch hier und ich mag sie ja auch eigentlich ganz gerne. Was ich euch aber erzählen wollte, warum die Woche so stressig bei mir ist, beziehungsweise so voll und ich so früh anfange. Ich bin nämlich Ende der Woche auf dem Blogger-Board eingeladen und der ist in Hamburg und ich bin in Berlin und ich muss natürlich auch so ein bisschen vorproduzieren, denn wir sind 2 Tage in Hamburg. Ich habe da noch ein paar andere Meetings, die ich dort halten muss für ein paar zukünftige Projekte, die noch anstehen werden. Und deswegen muss ich so ein bisschen vorproduzieren. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist aber, dass ich keine Ahnung habe, was ich anziehen soll. Und das ist ja ein recht wichtiges Event. Ich kann ja nicht im T-Shirt hinkommen. Deswegen muss ich gleich, sobald die Geschäfte aufmachen, nochmal los und schauen, ob ich irgendwie was Schönes finde. Die Foundation ist einmal eingearbeitet. Sie sieht wirklich sehr, sehr natürlich aus, ne? Also das ist jetzt keine super Full Coverage Foundation. Ich kann mir die hier, wo ich eben hier so ein bisschen gejuckt habe, nochmal ein bisschen aufbauen. Was ist eigentlich mit meinen Haaren los? Sie ist sehr natürlich und
Ich mag sie eigentlich ganz gerne. Kommen wir zum Concealer, Freundin. Auch der, den habe ich früher wirklich die ganze Zeit benutzt. Das ist der BH Studio Pro Concealer. Ich habe den jetzt hier in der Farbe 100. Ich glaube, das ist die hellste Farbe, die es gibt. Sieht sehr hell aus. Man braucht wirklich nicht viel. Ich habe damals immer sehr, sehr viel benutzt. Ich setze mir den erstmal hier hin und ihr könnt schon sehen, er ist wirklich hell. Aber er hat eine super, super, super hohe Deckkraft und lässt sich mega gut verteilen. Ich glaube, der kostet 8 oder 9 €, vielleicht auch maximal 10, aber der hat wirklich eine sehr, 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 sehr hohe Deckkraft. Ähnlich wie Tarte Shape Tape, finde ich. Nicht ganz so hoch, ist ein bisschen flüssiger als der von Tarte. Ist gut. Also er hält wirklich auch den ganzen Tag. Ich habe den früher eigentlich nur getragen. Vielleicht erinnert ihr euch ja daran. Vielleicht seid ihr ja schon so lange hier auf meinem Kanal, wie ich diesen Concealer benutze. Und der fresht das ganze Gesicht einmal ein bisschen auf. Ein Produkt, was ich euch jetzt zeige, das spreche ich nächste Woche, glaube ich, nochmal in dem Video mit Catrice, beziehungsweise mit der neuen Catrice Limited Edition, die nächsten Montag online kommt. Und da hat er eine Zuschauerin gefragt, gibt es Contouring-Produkte von Catrice, Creme-Contouring-Produkte? Und ich habe hier ein Triangle-Produkt. Das ist der Triangle Artist Contour Stick. Ich habe ihn jetzt hier in warm, weil ich eher so ein bisschen bronzen möchte und mein Gesicht aufwärmen möchte. Aber der ist super. Wir nehmen einfach so einen synthetischen Pinsel und fangen wir das an zu verblenden. Ich habe jetzt extra viel genommen, damit ihr sehen könnt, wie schön der sich auch wirklich verblenden lässt. Und so warm ist der gar nicht. Also er sieht jetzt nur mit dem Licht so ein bisschen aus. Ich muss mal schauen, dass ich diesen Weißabgleich noch hinkriege. Aber ihr könnt sehen, er lässt sich sofort super gut verteilen. Und ich lasse ihn auch kurz auf der Haut ein bisschen anwärmen. Dann wird die Textur noch ein bisschen weicher. Und man kann ihn richtig, richtig gut verblenden. Also ich habe den früher oft benutzt, als ich angefangen habe, Creme-Contouring-Produkte zu benutzen. Ich habe ja dann irgendwann aufgehört und dann wieder nur noch Puder-Contouring-Produkte benutzt und dann irgendwann gar kein Contouring. Aber wenn ich es wirklich ein bisschen intensiver möchte und aus der Drogerie ein Produkt, dann greife ich gerne zu dem, weil der lässt sich wirklich gut verteilen. Ich würde einmal ganz kurz baken, beziehungsweise meine Base erstmal ein bisschen setten. Ich habe nämlich kein Puder, wo ich sage, wow, das Puder ist völlig unterschätzt. Deswegen mache ich das einmal kurz off-camera und bin gleich wieder zurück. Die Base ist fast fertig. Ich habe einmal kurz gesettet und ich muss sagen, das sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Also ich könnte jetzt nicht feststellen, dass das wirklich nur Drogerieprodukte sind. Es sieht gut aus. Ich muss das Ganze aber dringend noch setten, weil es sieht doch jetzt ein bisschen mit dem Puder, was ich benutzt habe, ein bisschen trocken aus. Liegt aber tatsächlich nur an dem Puder, was ich benutzt habe. Ich habe hier ein Produkt. Ich glaube, das ist eines der ältesten Produkte, die ich überhaupt habe. Und das ist von Rival de Loup Young. Die Three Steps Palette mit Bronzer, Highlighter und Rouge. Aber ich mag diesen Rouge total gerne. Der hat einen sehr, sehr intensiven Schimmer und ich finde den total schön. Ich gehe einfach mit einem Pinsel rein und trage mir den hier vorne so ein bisschen auf. Ihr könnt sehen, der hat einen ganz leichten, wirklich nur einen ganz, ganz leichten rosanen Touch, aber gibt schön Wärme und gleich so einen Glow. Ich liebe es, wenn Highlighter in einem Blush mit drin ist, einfach weil das Ganze dann wieder so ein bisschen lebendiger macht. Und falls ihr nicht so viel Blush tragt, aber euch so langsam rantasten wollt an schimmerndem Blush, ist das wirklich eine super, super gute Palette. Weil sie einfach soft pigmentiert ist, sie hat einen schönen, leichten Touch-Farbe drin, ist super günstig. Ich glaube, die kostet 3 € vielleicht. Und man kann sie wirklich schön aufbauen und ist so ein leichter, goldener Touch. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich liebe diese Palette. Ganz viele von euch haben die mit Sicherheit auch. Also das ist wirklich so OG günstige Contouring-Palette. Der Bronzer, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob der gut war. Ich gehe ganz leicht rein, weil der sieht ein bisschen warm aus und trage mir den hier so ein bisschen an meine Stirn. Ja. Ja, also das ist nicht so meine Favorite-Farbe, wenn ich ehrlich bin, aber dieser Blush ist schon wirklich super, super, super gut. So sieht einmal die Base aus und ihr wisst, Freunde, eine Sache fehlt noch und das ist Highlighter. Der ist ein bisschen teurer, aber wirklich gut und das ist von Maybelline, die Face Studio Chrome Extreme Highlighter. Da gibt es viele, viele verschiedene. Ich habe jetzt hier die Farbe Sandstorm, also ein bisschen was Dunkleres und da gehe ich auch mit demselben Pinsel rein und trage mir das einfach hier oben rauf. Das multipliziert nochmal so ein bisschen den Glow von dem Blush und wärmt das ganze Gesicht nochmal schön auf, aber platziert gleichzeitig so einen schönen Glow. Wie schön es aussieht heute, die Base. Ganz natürlich nicht. Irgendjemand hat neulich kommentiert, Maxim, du hast 23 Mal natürlich gesagt in deinem Video. I know. So, jetzt seid ihr nochmal schöner dran und könnt die Base von Namen sehen. Sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen durch meine Augenbrauen durch. Ich habe die eben schon mal kurz aufgefüllt, einfach um
ja, eine Form zu haben. Meine Lider habe ich noch nicht gesettet, denn ich möchte eine Lidschattenpalette benutzen, Freunde. Ich mache hier einmal kurz die Creases weg, denn ich habe gestern per Zufall ein halbwegs Dupe zu der Conspiracy-Palette gefunden. Das ist ja diese hier, die hatte ich euch neulich schon gezeigt, falls ihr mein Video noch nicht gesehen habt. Ich verlinke euch das einmal hier in dieser Ecke. Aber ich wollte einen Look schminken gestern und irgendwie war ich auf einer getrockneten Base, also auf einer gesetteten Base mit der Palette irgendwie komischerweise nicht mehr zufrieden. Ich weiß nicht, was da los war gestern. Und dann habe ich zu dieser Palette gegriffen, zu der Daisy Marquez Palette. Und ich weiß nicht, ob ich sie alle in einen Frame kriege hier. Aber die mittlere und die obere Reihe, also eigentlich sind super, super viele Farben in der Palette mit drin, die auch in der Palette mit drin sind. Und das ist tatsächlich meine absolute Favorite-Palette von BH Cosmetics. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Ich war wirklich, wirklich schock. Sie gibt es leider nicht im Laden, aber online. Und ich glaube für 19 Euro oder so. Eine wunderbare Palette. Also wirklich, falls ihr irgendwie die Jeffree Star Palette euch kaufen wolltet, aber es nicht bekommen habt oder sie euch zu teuer ist, kann ich euch diese hier empfehlen. Weil von den Farben her ist es schon wirklich ähnlich. Das Einzige, was fehlt, was mir jetzt so wirklich auffällt, wäre das Neongelb und dieses Pink Trisha. Aber das kriegt ihr, glaube ich, auch irgendwo anders her. Aber ich möchte diese Palette benutzen, weil sie halt einfach wirklich die beste Palette für mich aus der Drogerie ist. Und ich habe sie, glaube ich, nur ein, zweimal in meinen Videos benutzt. Und ich möchte ja Produkte ein bisschen öfter auch benutzen. Einfach, weil es zu schade ist, die Produkte nicht zu benutzen. Und ich weiß, es ist unser Job, verschiedene Produkte zu benutzen und zu zeigen, aber ich habe trotzdem immer noch diesen Anspruch daran, Produkte, wofür ich mein Geld ausgegeben habe, zu benutzen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich bin da wahrscheinlich einer der wenigen, die so denken, aber ich liebe diese Palette halt wirklich. Ich gehe in die Farbe Bittersweet rein und die entspricht so ein bisschen der Farbe Not Effect aus der Jeffree Star Palette und presse mir die gleich hier unten hin. Ihr könnt sehen, boom, zack, drauf. Also wirklich maximal pigmentiert. Ich weiß nicht, warum bei BH die beste Palette ist oder was der Unterschied zwischen der Palette und anderen Paletten sind. Die BH-Paletten sind alle gut, um Gottes Willen. Aber hier sind die einfach exorbitant gut. Freunde, eigentlich wollte ich es euch nicht sagen. Eigentlich wollte ich es euch erst am Ende sagen. Aber auf der Seite benutze ich gerade die Farbe Not Effect aus der Jeffree Palette. Es ist genau dieselbe Farbe. 1:1 dieselbe Farbe. Vom unteren Ton exakt identisch. Ich blende die so ein bisschen aus hier. Ich saß gestern hier und dachte, das kann nicht wahr sein. Das können nicht dieselben Farben sein. Ich habe hier übrigens so einen Pinselreiniger hier unten, dass ich die Pinsel immer zwischendurch so ein bisschen sauber machen kann, damit ich nicht die Farben vermische. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist die Jeffree Star Seite, hier ist die Daisy Marquez Seite. Ich finde, dass das hier besser verblendet aussieht jetzt schon als das hier. Weil ich habe hier eine ungesettete Base benutzt und ich finde, hier ist die Kante zu dem Verblendeten ein bisschen sichtbarer als hier. Ich gehe als nächstes in die Farbe Karma. Das ist ein schönes Rot aus der Daisy Marquez Palette. Ich lade den Pinsel auf und platziere mir die wirklich hier einfach an den Übergang, um das so ein bisschen miteinander zu verblenden. Und ihr könnt sehen, es lässt sich super, super schön ausblenden und ausarbeiten. Und ich gehe immer so ein bisschen zurück in das Lila, in die Farbe Bittersweet. Auf der Jeffree Star Seite gehe ich in die Farbe Flaming Hot. Seht ihr es? Ihr seht das, oder? Ich bin noch nicht verrückt. Und ganz außen gehe ich auf der Daisy Marquez Seite in die Farbe Flower und mische mir ein bisschen Vintage mit rein, einfach um so einen schönen Orangeton zu erzeugen und verblende das nach außen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schock seid ihr, dass es exakt bis jetzt genau gleich aussieht? Ich mache den Pinsel sauber und gehe jetzt in die Farbe Cheese Dust rein aus der Jeffree Palette. Orange. Ist ein bisschen oranger, man muss bei der Daisy Marquez Palette ein bisschen mischen. Eigentlich sollte das Video ganz anders werden, ne? Aber jetzt ist es ein, ich habe das Dupe zur Jeffree Star Palette gefunden. So Freunde, ich würde einmal ganz kurz eine Cut Crease ziehen und bin gleich zurück. Die Cut Crease ist einmal drauf und Freunde, ich bin immer noch wirklich ein bisschen schock über dieses Ergebnis. Ich bin mir jetzt unsicher, welche Farbe ich auf meine bewegliche Crease geben möchte. Ich glaube, wir gehen in die Farbe Dream. Das ist dieses, ja, wirklich Tiffany Blau. Das presse ich mir einfach hier auf mein Lid. Richtig, richtig schönes Kanarienvogelblau. Und
Diese Farbe gibt es nicht so 1:1 in der Jeffree Star Palette, aber wir haben einmal die Farbe What's the Tea und Diet Cola. Und ich werde mir als erstes die Farbe What's the Tea aufs Lid pressen. Hat schon mal denselben Untergrund. Und gehe dann in die Farbe Diet Cola, um dieses Silbrige hinzukriegen. Und presse mir das einfach rüber. Es ist ein bisschen kühler, ein bisschen silbriger jetzt geworden. Ich gehe aber nochmal mit der Farbe What's the Tea rein. Und würde sagen, das sieht schon verdächtig ähnlich aus, oder? Also, just saying. Unten gebe ich mir einfach die Farbe Bittersweet nochmal runter hier. Und auf der anderen Seite die Farbe Not Effect. Und würde sagen, Freunde, dass das der fertige Look ist. Und you know it, I know it. Es ist schon wirklich, wirklich ähnlich. Ich habe keine Mascara aus der Drogerie, aber ich würde einmal alles ganz kurz fertig machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit den Produkten, die eigentlich völlig unterschätzt sind, aber wir zufälligerweise ein 1:1 Dupe zur Jeffree Star Conspiracy Palette gefunden haben. Wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, ich könnte ehrlich gesagt keinen Unterschied sehen. Ja, das Blau könnte man sagen, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber auch die Warm Tones, auch die Schimmertöne, es ist schon wirklich, wirklich ähnlich. Es soll kein Shade sein, aber es war ein Zufall und ich dachte mir, ich teile das mit euch, weil ich sehe das als meine Aufgabe und meine Pflicht fast schon, euch das mitzuteilen, dass ich etwas gefunden habe, womit ihr vielleicht eine ganze Menge Geld sparen könnt. Ich gucke mal, dass ich euch die Palette von Daisy Marquez unten in die Infobox verlinke. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und euch gefällt der Look bzw. die Looks mit den zwei verschiedenen Paletten. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden, Freunde. Wir sehen uns am Mittwoch schon wieder. Und da nicht alleine, da ist Danny dabei. Und es ist super, super lustig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.